So, hallöchen Leute, Toast Convention wieder mal am Stissel und herzlich willkommen zu Shadow Hearts 2. In einer langen Pause denke ich mal, dass ich jetzt eine kleine Aufnahmesession mal hier machen werde, damit ich das Spiel mal endlich durchbekomme. Ich glaube, wir sind immer noch auf dieser Alcatraz-Verschnittinsel, St. Margarit-Insel-Kanal, okay. Ich glaube, ich weiß sogar halbwegs, wo ich hin musste. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Genauso wieder was zum Speichern, wa? Muss ich das verstehen, dass es hier zwei so eine Stellen dafür gibt? Ich kann mal eben Stuff kaufen, wa? Alles klar. Erstmal gucken, was ich gerade brauche und was nicht. Weil von dem meisten Zeug mich, glaube ich, schon beim letzten Mal gut eingedeckt. Die Angriffsstärke. Kein Geld dafür so wirklich. Was ein bisschen komisch ist an bei den PS2 Spielen, dass die Sticks von dem Controller nicht wirklich richtig gut funktionieren. I have got a reputation to uphold. I cannot be beaten by some mangy stray. So you're top dog on this tiny island, huh? Big deal. It's a big world out there. Oh, ich war hoffen, dass es das wird, ja. Hoffentlich gibt's da wieder einen Stempel, weil ich glaube, dass es auf der Insel noch irgendwas gab. Muss mal auf mich selber rauf. Ja, es soll ja mit dem Kampfsystem hier anfreunden. Ah, Mist. Das hätten vier Treffer werden können. Weil ich jetzt nicht weiß, ob für wie viele Runden das gewesen ist. Bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Guck ich mal nach, interessiert mich gerade mal. Wie sich alles auf für einen Verbündeten, okay? Geht gar nicht mehr auf ihn drauf, okay? Na, egal. Perfekt, okay. Ich muss auch mal auf meinen. Ich weiß nicht, heile ich mich nochmal? Ja, am besten schon. Kein Bock drauf zu gehen, das wäre jetzt übel nervig. Sau mir das immer selber an. Ich benutze, glaube ich, gleich auch mal ein Dings-Tropfen. Damit seine Psychopunkte wieder rausgehen, was immer das für Punkte sind. Das ist eine geistige Pause. Würde ich echt gerne mal wissen. Thank you.
Das ist immer so eine Sache für sich, wenn man keine Ahnung hat, was verschiedene Statuseffekte sein sollen. Einer Samen. Ah, okay. Ja, irgendwas hat die MP irgendwie beeinflusst. Haben wir nochmal Wut drauf. Ich glaube, einmal kann ich noch. Ich glaube, nächste Runde sollte er sowieso weg sein. Wenn er mich jetzt nicht gerade unmietet. Okay, ich versuch's auf gut Glück. Wenn ich das jetzt verkacke, wäre jetzt sowieso Ende. Ah, ich habe eh gewonnen. Perfekt. Sonst hätte ich ihn ansonsten jetzt nochmal schnell geheilt. I didn't have time to be fooling around. Sorry, but I had to do that to you. I guess it is a big world. Das will ich jetzt aber auch noch nicht machen. Ganz gerne noch irgendwie ein bisschen irgendwie was anderes machen, bevor es weitergeht. Ah, quietsch, quietsch, quietsch. Ich brauche wirklich einen neuen Stuhl. Der König der Wölfe, okay. Wolf, der aussah wie er. Ich bestimmt auch nochmal gegen ihn kämpfen. Irgendwann mal. Hier auch irgendwas zu sagen oder so? Also am besten nicht durch die Gegend rennen. Warum steht er da so komisch? Wachen sehen, wenn sie Blanka kontrollieren, greifen sie an, versuchen sie vorbeizukommen, solange die Wachen in eine andere Richtung sehen. Das rote Dreieck auf der Karte zeigt, wo sie sind und wo lang sie müssen. Okay. Schade, dass er keine Türen aufmachen kann und so. Irgendwie an die Wand ran? Nee, das geht glaube ich nicht, wa?
an den Wachen, Vorsicht, mach bloß keinen Lärm, wenn du auf einen Ast trittst, knackt er und sie werden dich sehen. Soll ich nicht auf einem Ast knacken? Oder so. Ich darf einfach bloß nicht rennen, stimmt. Ah, ist eine Kiste. Ich glaube, es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da ranzukommen ansonsten. Ach, ist mir auch wohl, soll ich irgendwie in die Kämpfen? Mir egal. Ich bin sowieso platt, die Typen. Verbrannt. Kampfsystem, ne? Als gedacht. Ich krieg die Türen also doch auf. Sie ist X-Taste neben einer Säule, kann sich Blanka in ihren Schatten verstecken. Dann sehen dich die Wachen nicht, wenn sie zu dir sehen. Drücke die Kreistaste, wenn du versteckt bist, um wieder normal zu werden. Ja, zurück, es ist nervig. Beinahe. Irgendwie im Internet an einem Fix geguckt, wie das mit dem Dings funktioniert. Da sind ja nun wieder so Grafik-Glitches und so ein Mist. Ah, es ist, wenn man das Spiel spielt, sowieso ein relativ verbreitetes Problem. Bin auch überlegen, ob ich mir demnächst eine neue Grafikkarte holen gehe, wo ich mir meine erste irgendwie vor kurzem geholt habe. Ah, ich glaube, also die Grafikkarte, die ich mir holen will, die ist dann sogar fast doppelt so gut. Ich werde überlegen, ob ich dann meine alte verkaufe einfach für einen Huni oder so, 120. Und dann, oder wenn vielleicht irgendwann mal einen anderen PC verbaue oder so, den ich dann vielleicht als Streaming-PC nutze, soll ich dann nach und nach vielleicht mal meinen PC irgendwann aufrüste wieder. Das ist nervig, ey. Nichts ist. Wo soll ich denn diesen dämlichen Schlüssel finden? Okay, dann kann er ja nur da sein. Hä, das ist auch nichts. Komisch. Schlüsselring. Pff, super, hast du auch richtig gebracht, oder?
Jetzt ist aber gerade mal die Frage, was soll ich jetzt mit dem Schlüssel? Mal durch. Oh nee, ich hätte noch weiter nach unten oder nach oben gekonnt, wa? Nervig. Oh, egal, ach so ist es sowieso viel einfacher. Ich bin die ganze Zeit wie so ein Vollidiot für ihn zu verstecken. Oder auch nicht. Und ich wenigstens mal nebenbei ein paar Erfahrungspunkte. Versteck mich mit diesen Menschen. Da kriege ich wenigstens noch ein bisschen Geld und so. Ist auch relativ juicy. Das Problem, dass ich nicht weiß, wo genau ich lang muss. So gar nicht, wie viel ich jetzt an Zeug übersehen habe oder verpasst habe, bloß weil ich diese Treppen und so nicht runtergegangen bin. Hoffentlich kann ich das später noch mit Yuri machen, wenn ich dann wieder ein Team zusammen habe. Das findet. Eine Sau. Ich hätte wahrscheinlich auch schon längst weiter gekonnt, aber ich will hier gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie was ist oder so. Oh Gott, 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 Gott. Nein. Ich bin gerade voll an ihm vorbeigerannt und das hat ihn einfach nicht interessieren. Ist ja nicht schlecht. Was ein Schwachsinn. Ein bisschen raus. Ja, so machen. Dran vorbeigesneakt. Oh oh. Was ist denn hier los? Okay, ich guck mal schnell nach wegen Dings. Terrablatt. Mana-Blatt. Am besten gleich zwei hinter, dass ich komplett voll bin. So eine Sachen wie, ach, was ist das Siegel des Lebens? Ach, muss ich jetzt alleine gegen ihn kämpfen? Das war... Ey, der Seelenkomet ist zum Glück aufgewertet. Perfekt. Juicy. Oh, okay. Nee, es ist jetzt doch wohl nicht so gut, wa? Cerberus, wa? Magie versuche ich es mal wieder mit Wut. Und physischen Angriffen, das ist glaube ich viel besser.
Dann kann ich das nicht machen, oder was? Was ist... Potter für die Klasse physischen Angriffe benötigen zu... Okay, so schwer ist jetzt aber auch nicht. Ich sehe gerade die Linie von denen. Ist jetzt nicht sonderlich hoch. Hoffen, dass die Angriffe von denen halt nicht zu krass sind. Ja, alles bisher im Rahmen des Machbaren aus. Immer nach. Oscar. Also ein zweiköpfiger. Ist ein zweiköpfiger oder erst ein zweiköpfiger Hund? Ja. Na, sicher, wenn das jetzt wohl über Terra sagen. Bisschen Geld habe ich auch noch dazu bekommen. Das freut mich. Oben lange sind noch Kisten, wa? Auf jeden Fall habe ich auf der einen Seite hundertprozentig eine gesehen. Ja, was auf der anderen Seite sein? Lauf mal die Ränder ab. Vielleicht ist irgendein so ein Ringgeist oder Ringseele oder wie das Ding auch immer heißt hier irgendwo. Muss ich sowieso in Zukunft mal ein bisschen achten. Nicht zu viel Zeugs übersehen, weil diese Ringseelen, die sind echt wichtig. Das ist später. Damit ich mehr Angriff und so machen kann. Ja, Schlag hoch, natürlich. Habe ich auch nichts gegen. Ich glaube, ich sollte gleich sowieso da sein. Also hoffentlich. Ja, perfekt. Schlüssel, ach, das sind so Sachen, die für den Endkampf und so ganz gut sind, ne? Eine Wölfin. Ich habe gedacht, das wäre ein R. Ein Sie. Ach, das ist ein Weibchen, okay. Also gedacht, das ist ein Männchen mehr. Zelt. Bifronz, habe ich bekommen, das sind das Bogenkurieren. Hat er doch schon, ne?
Ach so, wenn man das mehrere Male reinmacht, verringert sich die Dings. Okay. Die MP, die ich dafür brauche. Wenn man noch mit beiden noch einen Fünfer Platz hat? Ne, leider nicht, wa? Oh, Blanka das rein. Armband jetzt drin, Leonardo's Bär. Die Leute, die wir hier drin haben.